Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Technische Hilfswerk ist eine einzigartige deutsche Institution, auf die wir zu Recht stolz sein können. Es sind unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Vielzahl, die übergroße Zahl im Ehrenamt tätig, die dieses THW ausmachen. Damit ist das THW überall in Deutschland präsent, und zwar immer dann, wenn es wirklich darauf ankommt, ob in Bayern Dörfer eingeschneit sind, ob ein Damm droht zu bersten oder ein schweres Material notwendig ist, um etwas zu bergen, zu räumen. Immer wieder rücken die Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks aus. Und dafür, meine Damen und Herren, wenn der Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren großgeschrieben wird und sie sich aus eigener Kraft nicht schützen kann, dann sind sie zur Stelle, die Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks, unterstützen einen modernen Staat bei dieser wichtigen Aufgabe. Und es ist der richtige Moment, allen dafür ganz herzlich zu danken, meine Damen und Herren. Und es ist eine Besonderheit dieser Bundeseinrichtung, dass tatsächlich nur 1% hauptamtlich tätig ist, aber eben 99% oder 80.000 Helferinnen und Helfer, und das kann man nicht wertschätzend genug formulieren, eben sich ehrenamtlich für Menschen einsetzen. Und es ist die höchste Form der gelebten Solidarität, dass Menschen bereit sind, im Einsatz ihre Gesundheit oder auch ihr Leben zu riskieren, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und ich finde, dass diese gelebte Solidarität höchste Anerkennung bedarf und uns auch als Gesetzgeber verpflichtet, alle Haushaltsmittel bereitzustellen, die nötig sind, und auch entsprechend gesetzgeberische Maßnahmen, wie wir es jetzt bei der Änderung des Technischen Hilfswerksgesetzes auch vornehmen, vorzunehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir stärken damit auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn formuliert ist in den Leitsätzen des Technischen Hilfswerks: Wir sind jederzeit bereit, in Deutschland und weltweit zu helfen. Wir bekennen uns zur Demokratie und dulden keine Diskriminierung. Wir setzen uns für die Vielfalt unserer Gesellschaft auch im Technischen Hilfswerk ein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das sollte man in dieser Debatte allen Fraktionen in diesem Hohen Hause auch sagen. Ich glaube aber, dass der Katastrophenschutz in Deutschland vor neuen Herausforderungen steht. Es sind die Herausforderungen, die direkten und die indirekten Herausforderungen des Klimawandels, aber auch die Forderungen einer digitalisierten, total vernetzten Gesellschaft. Mittlerweile sind wir mit Lagen konfrontiert, die so nicht absehbar waren. Wichtig ist deswegen, auch darauf zu reagieren. Eine veränderte Bedrohungslage, der Klimawandel ist angesprochen, bedeutet aber auch veränderte Rahmenbedingungen für den Zivil- und Katastrophenschutz. Auch in der Konzeption der zivilen Verteidigung haben wir auf Bundesebene entsprechende Weichen schon vor einigen Jahren gestellt und arbeiten das Stück für Stück ab und sorgen dafür, dass eben entsprechende Rahmenbedingungen existieren. Und das Technische Hilfswerk stellt sich diesen Wandel. Es sind nicht nur die Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, sondern wir müssen auch anerkennen, dass sich in unserer Gesellschaft Bedingungen, was Freistellung oder auch das Zusammenspiel zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber angeht, verändert haben. Hierauf reagieren wir als Gesetzgeber. Ja, und ich meine, das ist eine Verantwortung, die nicht nur uns im Deutschen Bundestag betrifft. Auch die Länder können ihren Beitrag dazu leisten, auch die Kommunen können den Beitrag dazu leisten, ein gutes Miteinander der Hilfsorganisationen, insbesondere für das Technische Hilfswerk vor Ort, zu organisieren. Denn dann, wenn es darauf ankommt, muss die eine Hand in die andere greifen. Und hierfür wollen wir gemeinsam anpacken. Ein Punkt ist angesprochen. Es geht um die Kostentragungspflicht. Natürlich ist im Artikel 35 geregelt, dass der Bund auch zur Unterstützung der Länder tätig wird, wenn es über die übergreifenden Schadenslagen geht. Wir haben 200 Stellen im Haushalt entsprechend getroffen und geschaffen und auch jetzt in der Besetzung gebracht. Aber wir können noch etwas mehr tun. Nämlich dann, immer wenn es in Frage steht, wer ist denn der Kostenträger, wenn es dann darum geht, wer zahlt nachher, wenn es keinen gibt, den man zur Verantwortung ziehen kann, wenn man heranziehen kann. Hier nehmen wir als die Koalition auch die Formulierungshilfe gerne an. Und ich sage in diese Richtung auch klar, der Haushälter nickt. Kollege Gerster, auch dir herzlichen Dank für die ganzen Mittel. Ohne die Haushälter ginge es nämlich nicht. Das wissen wir ja alle hier im Haus. Aber wir müssen auch diese Mittel dann in den entsprechenden Haushalt, wenn wir das Gesetz geändert haben, einstellen. Ich glaube, da greift Gesetzgebung und Haushalt gut zusammen. Und dann nehmen wir doch die Zusage direkt auf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der zweite Punkt ist, dass wir tatsächlich ein anderes Zusammenspiel auch noch brauchen, wenn es um die Freistellung geht und dann eben die Einführung des Begriffs auch der Dienst. Auch hier
greift das THW den zweiten oder das THW-Gesetz den zweiten großen Punkt auf, nämlich nicht nur die Kostenfrage, sondern auch zu überlegen, wie kann man eigentlich diese Arbeitszeiten in einem veränderten Arbeitsumfeld besser abbilden. Es ist wichtig, dass auch Nachbereitungszeiten nach Einsätzen entsprechend auch nicht in der privaten Freizeit, die dann ohnehin die knappe Nacht ist nach dem Einsatz oder in ganz anderer Situation auch vielleicht, sondern dass das auch erfasst wird von dem Freistellungsanspruch. Ich glaube, das ist ein Signal, was wir geben können als Bundestag. Ein letzter Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte. Genau die Einsatzhäufigkeit, die ist es, die wir verbessern. Und deswegen muss das eine kommen, die Freistellungsmöglichkeit und die Kostentragungspflicht. Wir können als Bundestag, glaube ich, im großen Einvernehmen zwischen allen entsprechenden Fraktionen relativ zügig im Innenausschuss dieses Gesetz beraten. Und ich glaube, dass das ein sehr gutes Signal wäre an die Helferinnen und Helfer. Wir sehen euch, wir hören genau zu, was ihr an uns stellt als Anforderungen. Wir nehmen auch gesellschaftliche Trends auf und wir machen euch stark, damit ihr uns im Zweifel schützt, wenn es eine Krise gibt, wenn es zu einer Katastrophe gibt und das technische Hilfswerk kommt. Zur Anerkennung gehört auch, dass wir diese Maßnahmen nun ergreifen. Und das wollen wir mit der Reform des THW-Gesetzes tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hartmann. Nächste Rednerin ist die Kollegin